Ja, Hallöchen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Sonne entgegen. Ja, da ist das gute Stück hier. Aber können wir erstmal nicht schon machen. Das muss der Herr liebe Bier machen. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Tja, nee. Denn, ja, das Auto haben wir jetzt ausgeliefert. Rechnung ist gestellt. Und ja. Dann fahren wir mal hoch. Ah, nee. Und trinken erstmal was. Mensches Kind. So die. Nö, nee. Gar nicht los hier heute. Gott sei Dank. Ja, Philipp. Ja. Und keine Lust mehr mitzureden. Keine Ahnung, was er hat. Ja, nee, bin nicht. Ja, dann rufen wir mal den. Ging's an. Mann, Mann, Mann. Ja, Bier hier. Hallo. Ja, hallo, Herr Samuel. Herr Müller, ja, das ist, ja. Was ist denn Mann, los? Wo Mann. sind Sie denn? Na wo? Ich war beim alten Landhandel unten und wollte gerade ankoppeln. Die Schneidwerke und da hat mir der Philipp angerufen, Ja. dass der Deutz das nicht ziehen darf. Ich soll wieder leer zurückfahren. Wie? Ja. Du, ich spinne hier. Nee, ich habe doch gesagt. Ja. Hör auf, ich bin jetzt wieder zurück, leer auf Richtung Landhandel. Nee, Sie sind. Hat er mir angerufen? Der ist irgendwie kaputt oder so. Was? Da war ein Missverständnis. Ich soll den Ding wieder leer zurückbringen zum Landhandel. Okay. Ja, okay ist das nicht. Na, dann nehmen Sie hier den Ja, Fendt. ich bin ja neben Urlaub und fahre hier spazieren. Nee, ist ja richtig. Mann! Ja, jetzt komme ich zurück zum Landhandel erstmal. Ja, dann nehmen Sie den Fendt hier. Ja, ich warte auf Sie. Ja, ich bin gleich da. Jo. Ja? Jo. Gut, bis gleich, Herr Bis Müller. gleich. Da ist. Tja, ist ja komisch. Ist das schief gelaufen, ist keine Ahnung. Was sind die? Ja, Philipp. Ah, da, ja, Was so. ist denn da? Der Herr Bier ist sehr aufgebracht. Was ist denn da vorgefallen? Ja, ich hatte gesehen gehabt, dass die Lenkachse bei dem Deutz gerissen war. Und bevor er wieder dann rummeckert, habe ich mir gedacht, oh komm, lass ihn lieber zurückfahren. Nicht, wenn er das Ding in den Graben setzt, wenn er keinen Führerschein hat. Ah, okay. Das ist ja nur unser Problem. Er hat gesagt, er hat Führerschein.
Mich ist doch das real. Oder hatte, je nachdem, ja, oder hat. Dann soll der den Fendt nehmen. Ich brauche die Sachen hier oben. Ja, das ist doch kein Thema. Dann nimmt er den Fendt einfach und dann ja. Kann man die Sachen dann hier hinfahren. Ja, dann müssen wir die Dings bestellen. Müssen wir die Sachen jetzt bestellen, was wir den Deutsch schnellstmöglich wieder flott kriegen. Ja, die habe ich schon bestellt. Ah, hast du schon bestellt, gut. Warten schon, ja. Was ist denn mit dem Trans? Was ist mit dem Bus? Was ist denn der? Ach so, ja, da wollte ich nur kurz mal drunter gucken, weil der, hier war eine Ölspur. Ja. Und ich wollte mal gucken, ob der das war, aber der ist das ja nicht. Der ist das nicht, okay. Ja, Zeit. Nein. Kann man den hier wieder runterlassen. Oh, da ist er schon. Gut, dann lassen wir den runter, dann fahre ich gleich den Deutz drauf. Genau. Okay. Kann doch nicht wahr sein hier, Mann. Krieg ich Puls, 5600, du. Verdammte Scheiße hier. Kari, ja. Herr Müller! Hallo! Ihr seid. Seid das! Sorry, Missverständnis. Ja. Nehmen Sie mal bitte den Fendt da drüben. Dein Missverständnis kannst du dir da einschieben, wo du mit dem schönen Klopapier immerhin wirst, Mann. Wirklich. Am Blumenstrauch? Jetzt, wo ist er? Herr Bier. Zurück, Herr Bier. Jetzt fahren Sie mal ganz still und leise runter. Gucken Sie mal, was da hinten in der Werkstatt steht. Ich sage bloß Reh. Okay? Ja. Stichwort Reh. Reh. Genau. Und dann sage ich Versicherung und wir alles umsonst. So, Sie holen jetzt bitte unsere Sachen. Danke. Felix sauer. Ja. Ich werde auch gleich sauer. Nee, jetzt können Sie mir erstmal Bier geben. Gebt denn ja kein Bier. Herr Bier. Ja. Sie holen jetzt die Sachen und dann können wir ganz gerne ein Bier trinken. Naja. Okay. Ja. Die zwei roten Schneidwerke da, klein und breit, hole ich jetzt. Warten Sie mal. Philipp. Ja? Was soll da jetzt geholt werden? Was steht da jetzt für wen? Also zwei Schneidwerke, ein Schwader und ein Wender, bitte. Dann könnt ihr doch eigentlich den Anhänger mitnehmen. Nee, das geht ja nicht. Nee, ich hol die Schneidwerke erst. Ja, genau. Danke. Schafft ihr das auch, Herr Philipp? Ja, alles gut. Sind Sie sich da sicher? Ja, kein Thema. Gut, ich leg mir eine neue Telefonnummer zu, dann können Sie mir die wieder anrufen. Abgelehnt. So, bis gleich. Boah, ey, das ist ja alles kaputt. Ja, deswegen ja. Was ja. Du Scheiße. Kein Wunder, wie der um den Kurven fährt, der Philipp da hinten. So. Scheiße. Verdammte Axt. Ich finde den Schlüssel nicht, Mann. Ja, Philipp, dann bestell die Sachen. Ah, nee, hast du schon. Mhm. Dann müssen wir den heute Abend noch reparieren, was ja morgen wieder fit ist. Mhm. Aber, ich gucke mal, wir brauchen unbedingt noch, zwei Schlepper. Noch zwei? Naja, wir bräuchten, Mietfahrzeuge, verstehst du? Wenn hier irgendwelche Wartungsfahrzeuge kommen, Maschinen haben. Mhm. Aber, weißt du, was wir dann machen? Dann nehmen wir den Landini, wa? Oder McCormack? Der zweite. Der McCormack? Mhm. Oder? Oder die MFs sind ja auch schöne Fahrzeuge. Ja, was kostet denn der Preis? Darf man einen Preisunterschied? Der Landini ist am günstigsten. Ja, weißt du, wenn die Qualität davon dem Traktor ist? Das ist mir doch egal. Okay. Ich finde ihn schick.
Ja, dann nimm. Wenn du einen schick findest, dann nimm ruhig. Willst du den nur mieten oder kaufen und den als Mietfahrzeug lassen? Ich würde den als Mietfahrzeug nehmen. Okay, ja, geht auch. Ich würde den als Mietfahrzeug nehmen und dann ist gut. Aber 190 PS bloß, ja, das ist ein bisschen wenig. Naja, für Überführungsfahrten XY ist das ja okay, oder? Nicht? Ist es nicht. Ach, nee, warte mal. Hat der McCormick eine Idee? Nee. Och, Mensch. John Deere, ja, das ist... Warte mal. Der John Deere. Was hat die gesagt? Kostet der 180... Nee, 100... 150. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, das ist alles gut. Überleg dir das und dann können wir mal gucken. Oder ob wir auf John Deere gehen. Ich weiß nicht. Naja, was spricht dich denn eher an? Was spricht dich an und sagt dir, wow, ja, das müssen wir als Mietfahrzeug nehmen? New Holland. Gut, okay, dann machen wir das. Nehmen wir zwei New Holland. Welche Bauart? T7. Wow, gute Wahl. So, den nehmen wir aber in Gelb, weil unser Maiskolben ist ja gelb. Kriegt grüne Felgen für die Blätter. Ja, so sieht das schick aus. GPS hat er. Ja. Wollen wir davon zwei Stück nehmen? Bist du sicher zwei Stück? Naja. Ich weiß nicht. Warte mal. Und dann nimm ruhig zwei. So, Mietwagen. So. Die kriegen grüne Kennzeichen. Nehmen wir zwei Stück. Ach nein, nicht kaufen. So, stehen am Händler, können abgeholt werden demnächst. So, der Deutsch ist jetzt auch fertig hier. Hast du? Ja. Super. Ich würde sagen, wir rufen mal den... wer war denn das mit dem Tieflader? Keine Ahnung, irgendeiner hatte... Der Karl-Heinz, war das nicht der Karl-Heinz? Aber der ist... Frag doch hier Lohnunternehmen. Nee, der ist nicht da. Ja, oder wir holen die so ab. Ne, wollen wir einen Spaziergang machen oder was? Ne, nach und nach immer. Ja, denn lass uns mal rüberfahren. Ja, willst du fahren oder soll ich fahren? Ach, ich fahre, komm. Ja, Moment. Im Auto oder? Ja, im Auto. Hier, Philipp. Gott sei Dank, heute ist der Tag ein bisschen ruhiger. Ja, heute ja, aber sag die mir nicht zu früh. Bevor sich der, wie heißt der jetzt nochmal? Der Bier. Der Bier, genau, danke. Oh.
Boah. Was hat er jetzt denn hier getan, oder? Guck mal, der Polizei, Philipp. Oh. Junge, Junge, Junge. Die ist nicht besetzt gerade. Oh, aua. Oh, nee, lass das Auto stehen, Philipp. Alles gut. Lass den stehen. Nicht, was der hier abhaut. Oh. Junge, Junge, Junge. Ah, was soll man jetzt machen, Marcel? Ja, schaut mal an. Polizei rufen. Also bei der ist aktuell besetzt. Oder versucht ihr die mal zu erreichen? Ich ruf mal beim Bürgermeister an. Hallo? Ja, hallöchen. Ich bräuchte unbedingt einen Krankenwagen und die Polizei. Alles klar, wird erledigt. Danke. Wohin? Wir sind hier auf der Hauptstraße zum Landhandel hin. Also von unserem Landhandel weg. Also auf der Kreuzung? Auf der Kreuzung, da hat uns gerade ein PKW die Vorfahrt genommen. Alles klar, sind am Weg. Danke. Bitte. So, Krankenwagen kommt. Bitte mach mal rundum leuchten an von unserem Auto. Gut, Moment. So. Geht's dir gut? Ja, mir tut alles weh. Boah. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Da musst du dich mal ausruhen, Marcel. Ja. Da muss ich erstmal hinhocken. Boah. Wo bleiben die, Philipp? Ich weiß es nicht. Aber ihr Lieben, wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Schaut natürlich beim Bafti vorbei, beim Philipp vorbei. Und ja, bis dahin. Tschüss und ciao. Danke dir. Ciao, ciao.